Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Bienen-Challenge. Dies ist Teil 10. Ja, ein schöner Sommermorgen, also bedeckt ist es, aber es regnet nicht und es ist warm, heiß sogar. Dann kannst du dir auch was Dünneres anziehen, sonst kriegst du noch irgendwie Hitzeprobleme. So, Outfit ändern. Mal gucken. Ja, das dürfte sein sommerliches Outfit sein. Sieht ein bisschen altmodisch aus, aber gut, er lebt ja auch ein bisschen altmodisch. Und so etwas weltvergessen als Imker. Oh. Kaputt gegangen. Und Ben kann sich das nicht leisten, den zu ersetzen. Okay, kostet auch genauso viel wie ein neuer. Aber wenn wir ihn ersetzen, dann bleibt vielleicht die Freundschaft erhalten. Gut, dann würde ich sagen, wir sammeln jetzt erstmal Honig ein. Imkeranzug anziehen. Und dann Honig sammeln. Okay, gut. Wenigstens müssen wir hier gar keine Milben spritzen zurzeit. Das ist natürlich der Hammer, dass hier der Blitz eingeschlagen hat. Also ich nehme an, das war der Blitz. Was soll es sonst gewesen sein? Und ich hatte sowieso schon überlegt, ob ich die unter Dach, unters Dach bringe. Aber ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob die nicht vielleicht unterm Dach weniger produzieren. Da müsste man wahrscheinlich Buch führen und Statistik machen und da habe ich jetzt aber auch nicht so viel Lust zu. Jetzt gucken wir mal, was er hier an Honigen so gekriegt hat. 17 Stück, immerhin. Gucken, wie viel das in Summe bringt. 442, gut. Und es geht hier mit normal los. Ich würde sagen, die verkaufen wir jetzt einfach mal alle. Und dann ersetzen wir den. Und die Freundschaft ist erhalten. Das ist doch gut. Das ist dann ein echter Fortschritt. Ja, ich lasse die noch mal ein bisschen draußen, weil dass die draußen waren, hat jetzt halt dafür gesorgt, dass die vom Blitz erschlagen wurden. Das ist schon ein bisschen doof. Du kannst jetzt mal deinen Imkeranzug ausziehen und dich erstmal mit allen verbünden. Das morgendliche Bienenverbünden. So. Ah, das sind jetzt schon richtig viele geworden. Aber er hat ja jetzt auch schon mehrere, mit denen er voll befreundet ist. Ja, hier bald auch schon mit denen. Das ist gut. Vielleicht gönnen wir uns noch einen neuen Bienenkasten, wenn hier die Freundschaft auch voll ist. Einfach so, just for fun. Und dann kriegt man bestimmt auch unterm Strich mehr vom mehr Geld durch Honig, wenn man mehr Bienenstöcke hat. Ja. Okay. Mal gucken, was macht sein Spaß? Ja, das ist doch wunderbar. So. Ja, den letzten solltest du auch noch machen, um die Freundschaft am Laufen zu halten. Ja. Sehr schön. Und dann machen wir das Schwarmeinsammelspiel. Jawohl. Schicken. Ansammeln. Genau. Sehr gut. Und schicken. Ja. Wunderbar. Und hier einsammeln.
Was haben wir hier? Oh, ein Amazonit. Sieht schön aus. Gut. Und losschicken. Ja, das klappt doch jetzt schon immer besser. Den können wir so verkaufen. Oh, habe ich ihm schon gesagt, dass er die einsammeln soll? Ja. So. Hier einsammeln. Jawohl. Und losschicken. Hat er die schon losgeschickt? Ich glaube nicht. Dann machst du das halt noch. Und sammelst hier diesen Schwarm auch ein. Ah! Okay. Ja, jetzt hat er, glaube ich, die losgeschickt. 75, 15. Das kann verkauft werden. Okay. Das auch. Wunderbar. Und jetzt sammelst du hier den Schwarm ein. Wunderbar. Was bringt das? 45? Na, das verkaufen wir direkt. So. Schick die mal los und sammel hier ein. Ja. Gut, die losschicken. Eine Postkarte. Oh, 135, das ist gut. Wie schade, dass man die nicht auf diesem Tisch verkaufen kann. So, jetzt warten wir noch auf die letzten. Diesmal gab es nur zwei etwas wertvollere. Drei. Gut. Also das lohnt sich durchaus schon am Stand zu verkaufen. Mal gucken, wir könnten jetzt aber gleich weitermachen, wieder von vorn anfangen mit dem Schwarm einsammeln. Aber das ist halt auch so ein immer wieder gleich wiederholendes Ding. Darum finde ich es, glaube ich, lustiger, zwischendrin mal zu verkaufen. So, lassen wir ihn erstmal duschen und vielleicht auch aufs Klo gehen. Und dann machen wir eine Verkaufsrunde. Na gut, da schafft man ja schnell das Klo gehen. So. Oh, da ist sowieso noch so viel drin. Okay. Das schieben wir jetzt aber trotzdem da rein. So. Oh, wow. Da kann er gute Geschäfte machen. Okay, mein Lieber, dann stell mal aus. Huch, ja, stell mal aus. Sehr gut. Und starte den Stand bedienen. Ja, du musst dich nicht umgucken. Du sollst den Stand bedienen. Und jetzt beginnst du den Gartenverkauf. Und wir machen das mal etwas schneller. Ja, genau. Und dann hoffen wir, dass viele Kunden kommen. Zurzeit haben wir 522 Simoleons. Mal gucken, wie weit wir kommen heute im Laufe des Tages. So, der war ja irgendwie auch schon öfter da. Ja, du darfst was kaufen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Jetzt haben wir schon 1287. Ja, also das bringt echt gute Geschäfte. Ja, kauf mal schön. Ja, sehr gut, wunderbar.
Ja, und hier, er möchte lieber draußen stehen. Wir könnten ja bei schönem Wetter den Stand dann einfach rausstellen. Das geht ja. Nächste Mal. So, ja, kauf mal was. Und jetzt kann man, glaube ich, hier mach mal ausstellen. Dann bringt er zusätzliche Sachen hier raus. Das ist doch gut. Ja, jetzt ist das Inventar leer. Okay, dann soll er noch die beiden verkaufen. Ja, Mortimer, hier gibt es tolle Edelsteine zu kaufen. Ganz super Edelsteine. Gleich ist der Gartenverkauf rum. Entscheide dich schnell! Wollen wir das noch geschwind machen? Ja, einen kleinen Gartenverkauf noch, bis die beiden Sachen verkauft sind. Das geht schnell. Und dann darfst du wieder raus. Sehr gut. Aha, ein Liebespärchen. Ihr hättet hier was kaufen können. Ja, noch wunderbar. Vorzeitig beenden. Jawohl. Und nächstes Mal machen wir den draußen, wenn das Wetter gut ist. Und bei Regen können wir es ja drinnen machen. Ah, er ist schon vor allem hungrig. Und wir haben jetzt 2952. Das heißt, wir haben mit diesem Verkauf und der einen Schwarmeinsammelrunde... nee, das stimmt nicht. Es war ja noch was drin in dem Inventar. Also das stimmt nicht ganz. Auf jeden Fall haben wir jetzt 2500 Simoleons fast gut gemacht. Könnten wir ihm eigentlich ein größeres Bett gönnen? Obwohl für ein richtig gutes Bett reicht es noch nicht. Wir könnten ihm hier ein Sofa hinstellen, erstmal. So. Ja, das dauert. Und dann müssen wir vielleicht für... Weil ich dachte mir, wäre dann schön, vielleicht richtig gleich ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett oder so. Aber bisher kommt er ja ganz gut aus mit dem Bett eigentlich. So, nehmen wir ruhig ein preiswertes Sofa. Also es muss jetzt nicht das allerbilligste sein. Aber dieses hier bietet sich fast an. Dieses hier wäre vielleicht passend. Das passt so zum Bienenkorbstil. So. Wenn wir das hier hinstellen, können wir da noch ein kleines Bücherregal hinstellen. So, vielleicht in der hellen Holzfarbe. So, genau. Dann kann er nämlich da sich Bücher holen und da gemütlich lesen. Dann hat er schon viel gewonnen. Also wenn er mal Zeit hat zum Lesen. Aber jetzt ist ja Abend. Ich denke mal, da lassen wir ihn dann auch in aller Ruhe. Jetzt gucken wir mal. Wenn wir ihn jetzt schnell schlafen lassen, dann können wir noch einen zweiten Tag in diese Folge quetschen. Zumindest den Teil von einem zweiten Tag. Aber er ist ein bisschen unentschieden. Er fühlt sich unwohl. Na, es ist schon vorbei. Das Unwohlfühlen. Wohl, weil er auf dem Bett sitzen musste oder so. Jetzt hat er ja ein schöneres Sofa. Okay, und ein Regentag scheint zu kommen. Wie ist die Wettervorhersage? Gewitter. Dann hole ich hier mal diese unters Dach. So, weil bei Regen draußen ist bestimmt nicht so toll. So. Und dann ziehe ich das Dach nach. Gut. Ah, er ist inzwischen schon auf dem Klo. Das ist sehr weise. Und dann kannst du dir
Vielleicht ein kleines Sandwich nehmen zum Essen. Ja, das ist doch schon besser, der Stuhl, oder? Der Sessel. Sofa. Gucken wir doch mal, was das Grundstück jetzt wert ist. Ja, komm. 13.000 immerhin. Also die 10.000 hat er schon lässig geschafft. Ich denke mal, wir schaffen auch die 20.000 jetzt relativ bald, weil das hat sich ja inzwischen ganz gut eingespielt. Jetzt zieh dir mal deinen Imkeranzug an. So. Und dann sammelst du mal überall den Honig ein. Ah, hier muss er ein Milbenmittel anwenden. Honig sammeln. Den braunen habe ich schon. Ah, dann mache ich das mal schneller. Auch mit Milbenmittel. Die sind sogar ruhig. Oh. Ich habe es noch nicht so ganz rausgekriegt, wie man die Stimmung von denen optimiert. Also, wenn man mit ihm befreundet ist, auf alle Fälle. Ah ja, jetzt zieh mal den Imkeranzug aus und dann machst du deine Bienenverbündrunde. So. Es sind jetzt schon so viele Bienenkörbe, dass wir immer nur eine Runde am Tag schaffen. Ah, hier muss man auch ein Milbenmittel anwenden. So, lasse ich ihn hier mal schneller, damit ich da weiterkomme. Mit Bienen verbünden und mit Bienen verbünden. Uiuiui, jetzt geht das Unwetter wieder los. Ja, war ja gemeldet. Okay, wollen wir trotzdem hier Schwarmeinsammelrunde machen? Erstmal verkaufe ich mal den Honig. 12. Nur 12. Haben wir hier welche übersprungen? Da hat er gar nicht gesammelt. Dann lasse ich ihn vielleicht noch mal den Anzug anziehen. So. Das ist leer. Hier ist auch voll. Ja, er hat nur irgendwie jeden zweiten abgesammelt. Naja, das lässt sich ja noch korrigieren, wenn man es rechtzeitig bemerkt. Ja, sammel mal schön den Honig ein. Das ist schon Mittag. Okay, jetzt hat er noch mal 11. Das ist gut. Das hat jetzt mehr gebracht als sonst. Vielleicht hat sich das inzwischen teilweise wieder aufgefüllt oder so. Ja, jetzt zieh dir den Anzug mal aus und wir versuchen mal, ob wir eine Schwarmeinsammelrunde machen können. Also, los geht's. Und jetzt schickst du die aus. Ja. Mal gucken, ob ich da einen guten Screenshot hinkriege. So, Schwarm ein ausschicken bei gewittermäßig. Ja, das sieht doch eigentlich ganz lustig aus. Okay, gut, du kannst dann weitermachen und sammelst hier noch mal welche ein. Jawohl, schickst die aus. Dann sammelst du hier ein, wenn du dich wieder beruhigt hast.
Jenny. Ah, die können wir schon verkaufen. Ich habe ja mal ab 50 gesagt. So, sammelst den ein. Sehr gut. Und schickst sie aus. Und sammelst sie ein und machst erstmal Milbenmittel und dann sammelst du die ein. Na, die werden schon gut gepflegt hier, unsere Bienen. Ui, 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 ui. Jetzt wirst du gleich ins Haus rennen. Nein, das ist nicht nötig. Du kannst auch hier bleiben. Du bist ja hier auch unterm Dach. Ich hoffe, dass es hier so überdacht nicht einschlägt. So, sammelst du mal fein ein. Sehr gut. Und los geht's. Und hier jetzt auch Schwarm einsammeln. Ja, ja, er hat schon ein bisschen Angst vor dem Gewitter. Aber der Blitzschlag war ja auch wirklich in der Nähe. Dann schickst du die hier mal aus und sammelst hier ein. Wir sind bald durch. Und dann gucken wir uns an, was du so gekriegt hast. So, schickst die los. Ja. Naja, sie bringen auch bei Gewitter ordentlich Geschenke an. So, hier wendest du mal Milbenmittel an und dann sammelst du einen Schwarm ein. So, jawohl. Und jetzt, nee. Du kannst dann gleich was essen oder was auch immer du willst. Ja. Sehr gut. Noch einer. Ja, ist nur noch einer. Okay. Und die schickst du jetzt aus. Ja, bei so vielen Bienenstöcken, wie wir jetzt haben, da kann man es dem Sim eigentlich fast nur noch einmal am Tag zumuten, all die Schwärme einzusammeln und auszuschicken. Da würde man mit der Hälfte der Bienenstöcke fast genauso weit kommen. Oh, ein Yonki-List. Jetzt gucken wir die mal durch. Das können wir gleich verkaufen. Ja, jetzt geht er in der Pfütze spielen. Oder ist es dir doch zu unheimlich? Ja, ist ihm doch zu unheimlich. Die sind zum großen Teil ordentlich wertvoll, die Sachen. Tja, da fragt man sich, ob auch die verstärkte Freundschaft dazu beiträgt. Ja, der ist jetzt auch voll aufgefüllt. Will ich wirklich noch mal einen dazu nehmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tja. Wir können bis maximal 10 gehen vielleicht. Ja, dann vergrößere ich mal hier diesen Bereich. Und kauf noch mal einen. So. Ah, nee, ich wollte ja noch einen kaufen. So. Jawohl, so. Und umfärben. Ja, der letzte hat dann wieder die gleiche Farbe wie der erste.
Aber das ist auch okay. Gut. Das packen wir hier mal in das Inventar. Oh, und jetzt ist das tatsächlich eine echt fast schon eine Doppelfolge geworden. Ich wollte ja noch so einen halben Tag machen. Was ich machen könnte, ist, ich könnte jetzt einfach, wenn er gegessen hat, mit ihm eine Verkaufsrunde ohne Kamera machen und dann am nächsten neuen Tag wieder anfangen. Weil das Verkaufen ist ja eigentlich, das läuft genauso nach Schema F wie das Schwarm einsammeln. Und dann hat er vielleicht auch mal ordentlich Geld zusammen, dass wir baumäßig ein bisschen weiterkommen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!